Michel, haben Embryonen in der Schweiz eigentlich Recht? Jein. Embryonen sind in der Schweiz wie Bauernhöfe. Sie tragen wenig zur Volkswirtschaft bei. Auf sich allein gestellt würden sie abkratzen. Aber die SVP findet trotzdem, es brauche mehr davon. Wie sieht es mit der Befürchtung aus, dass schwangere Menschen vermehrt könnten unüberlegt abtreiben? Ja, so aus einer spontanen Stimmung heraus. Aus einer Stimmung heraus? Also bitte, abtreiben ist doch nicht wie ein Arschgeweih tätowieren. Das ist eher wie eine Steuererklärung einreichen. Es gibt einen Papierkrieg, man muss Fristen einhalten. Und egal wie gut man sich organisiert, Bauchweh hat man nachher trotzdem. Ja. Das ist gut zu wissen. Dann muss ich zum Thema Schwangerschaft unbedingt mal mit dem Herrn Kosic reden. Ja. Wer ist denn das? Herr Kosic ist mein Steuerexperte. Egal. Was ist denn von diesen Fristen zu halten? Bei deinen Steuerunterlagen? Nein, jetzt hören wir auf mit dem. Nein, die Abtreibungsfristen. Das ist problematisch. Man darf in der Schweiz nur bis zur 12. Schwangerschaftswoche abtreiben. So eine Schwangerschaft bemerkt man aber in der Regel erst so nach 4 bis 5 Wochen. Das heisst nur 7 Wochen Bedenkfrist. Das sind nicht mal 2 Monate. Die Embryonen haben eine kürzere Probezeit als Mengenangestellte. Und die Arbeitnehmer kann man im Gegensatz zum Fötus auch nach der Probezeit immer noch rausschmeißen. Erst recht, wenn sie nur voll rumsitzen und anderes Essen klauen, wie das ein Baby so macht. Ganz schön anspruchsvoll, die Babys. Kann es sein, dass die Embryonen und Föten uns am Ende noch verklagen, wenn das Abtreibungsrecht verschärft wird? Definitiv würden die uns verklagen. Die Föten sind ja jetzt schon die anstrengendsten Hausbesetzer, die die Frau sich vorstellen kann. Ständig trampeln sie um. Sie haben einen komischen Tag-Nacht-Rhythmus. Sobald jemand in ihrer Nähe raucht oder Alkohol trinkt, kommt die Polizei. Sie erwarten, dass man sich ihren absurden Ernährungsphilosophien anpasst. Sie legen dann wortwörtlich auf dem Magen. Und wenn es endlich auszieht, muss man die ganze Hütte zuerst mal ein Jahr lang renovieren. Wenn das jetzt noch strenger wird, undenkbar. Niemand sollte dazu gezwungen werden, einen Fötus zu beherbergen. Ja, wie könnten wir denn sicher gehen, dass die Politik Selbstbestimmungsrecht von schwangeren Menschen respektiert und das Abtreibungsrecht nicht noch strenger wird? Ich glaube, es ist alles eine Frage vom Label. Darum sollten wir der SVP jetzt lieber nicht mehr von Abtreibung reden, sondern von Ausschaffung. Schließlich erfolgen viele Schwangerschaftsabbrüche ja nur, weil der Embryo von Anfang an illegal eingewandert ist. Die SVP redet ja immer vom fremden Fötus. Fötzel. Außerdem sollten wir allgemein nicht mehr von Frauen reden, sondern von KMUs. Kleine und mittlere Uterus. Das ist für alle besser. Bürgerliche Politiker lieben KMUs und linke Politiker lieben inklusive Sprache. Danke, Michel Kalt, für den pränatalen Einblick. Merci.